Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier in Unturned auf Hawaii. Unser kleiner Urlaubsausflug. Wir wollten ja beim letzten Mal hier weitermachen. Ich habe das Ganze mal auf Easy gestellt, damit wir hier ein bisschen weniger Probleme haben. Denn wir wollen uns ja eigentlich bloß die Map so ein bisschen angucken. Und da wäre es sehr schade, wenn wir da direkt beim ersten Zombie sterben. Nichtsdestotrotz wollen wir hier natürlich alles looten, was wir finden können. Und da haben wir einen Granola-Bar. Und wie wir alle wissen, Granola-Bar ist fucking wunderbar. Ich höre mich selber nicht. Aber jetzt höre ich mich. Super nice. Super gut. Und jetzt wollen wir natürlich noch gucken. Und hier haben wir die Flashlight. Und die Flashlight ist quasi... wozu haben wir denn so einen Scheiß bei? Die Flashlight ist quasi meine Ultimativwaffe. Hm, falls ihr euch noch erinnern könnt. Mit der Flashlight hau ich jeden weg. Na, da guckst du. Ich bin nämlich der Flashlight Boy. Der hat eine Pfanne. Warte mal, aber Licht können wir ausmachen. Ist ja hell genug draußen. So, einmal am Auge gekratzt. Guck mal, Carrots und so. Und wir bekommen auch einen Haufen Scheiß jetzt im Easy Mode, der übelst, übelst gut ist. Huch. Das ist alles 100%, weiß ich nicht. Oh, ich glaube, ich habe irgendwas falsch eingestellt. Aber soll uns ja nicht interessieren. Wie gesagt, hier geht es ja jetzt gerade nicht ums Überleben, sondern es geht darum, dass wir uns mal hier ein bisschen umgucken auf Hawaii. Habe ich alles auf 100% gestellt? Das ist ja... Das ist ja auch, ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Tatsächlich, alles auf 100%. Ach so, hier Kleber, ne? Kleber kann man trinken, Semi. Ja, ich weiß. Machen wir auch, damit, das diesmal nicht in den Kommentaren steht. Huch. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das, oh ja. Oh ja, das, hui. War das was? So, warte mal, wir müssen mal... Das ist mal ein bisschen scheiß. Hier die Hawkhound und so eine Sachen, das interessiert mich ja eigentlich nicht. Scrap Metal und so eine Sachen. Also hier die Verbände, die nehmen wir auf jeden Fall. Das können wir hier mal auf die 3 machen, sonst meckert ihr wieder. Ah ja! So, dahin. Kettensäge. Nehmen wir aber die Ketten? Ja, aber das brauchen wir doch jetzt nicht. Seien wir mal ehrlich. Okay, das ist kleiner. Das können wir dann aber auf jeden Fall salvagen. Dann den hier mal ausziehen und vielleicht können wir den dann reparieren. Genau, und dann hat er 100%. Zack. Sonst noch irgendwas mitnehmen. Hier die Seeds brauchen wir auch nicht, weil wir werden keine Basis bauen in 3 Folgen, seien wir mal ehrlich. Eier können wir uns noch an den Kopf schmeißen. Ja, ist natürlich was ganz anderes, hier mal das so zu spielen. Ja, tut mir leid, ne? Also, ich denke mal, das stört euch aber nicht. Dass wir hier alles mit 100%. What the fuck, Alter. Schön. Mir gefällt's. Ist mal was ganz anderes. Aber mir geht's ja, wie gesagt, nur darum, wir wollen ja hier mal Urlaub machen, weil der Paddy übrigens krank im Bett liegt. Von meiner Seite. Ja, gute Besserung. Kackboy. So, das brauchen wir auch nicht. Und ja. Sobald es ihm da besser geht, machen wir dann natürlich weiter. Jetzt schauen wir mal, ob hier was drinne schlummert. Natürlich nicht. Und jetzt frage ich mich, waren wir denn auch oben in dem Haus? Ich glaube nämlich nicht. Oder waren wir oben in dem Haus? Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon wieder so viel gelabert. Ein Duffelbag. Super geil. Super cool. Ein Duffelbag. So, Käse. Ich hätte gern was zu trinken. Wir bräuchten mal was zu trinken. Oder zumindest Korn. Ich glaube, Korn gab ja auch ein bisschen was auf Trinken. Obwohl wir wohl hier auf Easy jetzt nicht so viele Probleme haben. Ah, ich weiß, woran es liegt, ey. Da war, weil ich mir die erweiterten Optionen angeguckt habe. Und da war so ein Has Durability. Und ich glaube, das ist ausgestellt. Und dadurch haben die Gegenstände hier quasi keinen Zustand. Ne? Höchstens ich kriege einen Zustand, Leute. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. Oh, ihr wollt bestimmt, dass wir über die Brücke laufen. Dabei können wir noch den Zombie hier wegklatschen. Zack. So, ich habe die Kommentare der ersten Folge schon gelesen, tatsächlich, zu diesem Zeitpunkt.
Die ganzen Semi, du bist der beste Kommentare, die immer kommen, wenn ich genau das mache, was ihr von mir erwartet. Übrigens gab es da so ein... Also Leute waren sich wohl nicht einig, ob man jetzt hier die Palmen fällen kann oder nicht. Der eine schreibt, wenn du die Palmen fällst, dann bekommst du Kokosnüsse, die kannst du irgendwie craften. Aber ich weiß nicht, ob man Palmen mit einem Messer fällen kann. Doch, kann man. So, und da hast du auf jeden Fall ja einen Haufen Birchlogs. Okay, das ist komisch. Das war Birke, Leute. Das war gar keine Palme. Das war eine Birke. Sehe ich genauso. Und da drüben haben wir auch nochmal so ein kleines. Sieht aus wie ein Ferienresort. Also ich sehe auf jeden Fall einen Spielplatz. Aber ich will natürlich über die Brücke dahin. Ja, Hawaii ist schon was. Also muss ich sagen, gefällt mir sehr gut die Map. Also rein optisch. Rein spielerisch. Huch, einmal gegen das Mikro schlagen bitte. Rein spielerisch bringt es natürlich absolut gar keine Unterschiede. Und da sind wir auch schon beim Punkt, den ich nämlich mal ansprechen wollte. Und zwar, na, nicht über die Fahrbahn laufen. Und zwar plane ich tatsächlich, dass wir mit Unturned mal wieder eine Pause machen. Das wird nämlich Zeit. Seien wir mal ehrlich. Ihr seht's ja, wir sind jetzt hier. Das hier ist, glaube ich, von dem normalen Singleplayer-Unturned-Teil. Habe ich Unturned oder Minecraft gesagt? Ist ja auch egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Da sind wir jetzt hier bei Folge. Das müsste 130 sein, oder was? Und bei dem Together-Teil mit Paddy, da sind wir ja auch schon bei Folge. Weiß ich gar nicht. Auch Folge 30, glaube ich, oder so. Und ich merke langsam, ne, jedes noch so gute Spiel, ab einem gewissen Punkt ist es dann einfach so, dass dir denkst, so, ja, ey, komm jetzt will ich aber auch mal wieder was anderes machen, so. Ne, und wir hatten das damals, hatten wir das auch so cool geregelt, dass wir quasi einfach dann eine Pause gemacht haben und dann einfach ein halbes Jahr später wieder reingeguckt haben. Ich weiß natürlich, was das für meinen Kanal heißt, denn die ganzen Leute, die schreiben, Semi, du bist der Beste, gucken natürlich sich absolut nichts anderes auf meinem Kanal an. Und sobald Semi der Beste, ne, nicht mehr Unturned bringt, sind natürlich auch diese ganzen Leute weg. Weil dann bin ich nämlich nicht mehr der Beste, dann bin ich nämlich ein Arschloch. Aber trotzdem wird es so kommen. Ich weiß noch nicht wann. Ne, also wie gesagt, nach den drei Folgen hier geht es erstmal noch ein bisschen weiter mit Paddy. Und dann werde ich mal mit Paddy beraten, inwiefern oder wie viel Bock. Das ist auch besser. Wie viel Bock er hat noch und dann werden wir da uns abquatschen und dann werden wir da eine Lösung finden. So. Das haben wir. Wir sehen aus wie ein typischer Hawaiianer. Nicht. Zack, zack. Rope. Ich suche eigentlich so ein bisschen Waffen, aber ich glaube, Waffen werden wir hier nicht finden. Um ehrlich zu sein, also um ganz, ganz ehrlich zu sein, so richtig Waffen suche ich auch nicht. Ich gucke mich einfach nur um. Weil ihr ja mal geschrieben habt, ich soll unbedingt mal mir auch Hawaii angucken. Und habt da recht, ja. Ist eine coole Map auf jeden Fall. Bin gespannt, was man hier noch so entdecken kann. Wir werden wahrscheinlich in den drei Folgen hier bei Weitem nicht alles sehen. Vor allen Dingen, weil wir halt auch keine Karte haben. Obwohl, wir müssten ja jetzt eine Karte haben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das groß? Ach du Scheiße. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. So, wir waren die ganze Zeit hier in diesem Gebiet, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Ist das hier ein Vulkan? Ach du Scheiße, Alter. Das ist deutlich mehr, als ich dachte. Also den Vulkan würde ich mir gerne angucken. Er ist irgendwie in der Richtung. Machen wir uns auf den Weg zum Vulkan, Leute. Ja, demnächst starten ja schon wieder neue Projekte auf meinem Kanal. Freue ich mich schon sehr drauf. Wird nämlich richtig lustig.
Da könnt ihr mich auch übelst failen sehen. Und dann Ende des Monats, und da bin ich noch am Überlegen, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ich habe ja ultra gerne den zweiten Teil von Mass Effect gespielt. Aber das Problem damals war, ich konnte den dritten nicht spielen. Den ersten sowieso nicht. Ich war ja damals noch Konsolenspieler, hatte eine PS3 und da gab es ja leider Mass Effect 1 nicht. Und dann kam aber der zweite Teil und da war ja so ein Rückblick, was alles geschah und bla bla. Und das war quasi der erste Mass Effect-Teil, der auch auf der PlayStation kam, soviel ich das noch weiß. Also müsste auch so richtig sein. Und das habe ich super gern gespielt. Ey, ich habe da alle DLCs gespielt. Das war einfach so, boah, keine Ahnung. Das war voll mein Ding. Richtig geiles, nices Game. Und dann hatte ich ja diesen COD-Clan, habe ich euch ja schon eine Trilliarde Mal erzählt. Und durch diesen COD-Clan, was ist denn das da vorne? Durch diesen COD-Clan kam es halt so, dass ich ultra wenig Zeit hatte, irgendwie Spiele zu spielen. Das ist fast so wie jetzt. Ne, viele wissen es ja, seitdem ich den Kanal hier habe, ist es so, dass ich privat quasi gar nicht mehr irgendwas zocke, weil ich keine Zeit dafür habe. Und das meine ich auch gar nicht böse oder so, auch gar nicht. Also stört mich jetzt nicht, aber ich komme halt nicht privat mehr zum Zocken großartig. Außer abends vielleicht mal eine Stunde oder so. Und that's it. Also jetzt nicht so zum richtigen Hardcore-Zocken, so, ne? Das ist vorbei, auch wegen Arbeit und und. Kennt er ja. Oder wenn nicht, dann lernt er es noch kennen. Das kommt auf euch alle zu. Irgendwann sind die guten Zeiten vorbei. Und dann beginnt der Ernst des Lebens. Und du merkst, das Leben ist scheiße. Nein, Quatsch. So, das Leben ist übrigens immer das, was man draus macht. So, das habe ich für mich irgendwann so entdeckt. Dein Leben kann übel scheiße sein, wenn du quasi ultra negativ auch durchs Leben läufst. Ne? Keine Sorge, tiefgreifender und philosophischer werden wir in dieser Folge hier auf keinen Fall. Oh, Nailgun. Aber die Nailgun, die finde ich nicht so pralle. Aber hier noch ein paar Zombies aufs Maul hauen, das finde ich pralle. Hi! Scrap Metal hat er bei. Nee, aber jedenfalls, es kommt irgendwann so, ne? Weil du dann einfach mit Arbeit und so total viel zu tun hast und dann hast du einfach weniger Zeit zum Zocken. Und dann musst du nämlich eine Sache machen, die du in deinem Leben wahrscheinlich bis dahin noch nie so wirklich gemacht hast. Und zwar, du musst die Zeit dir einteilen. Ne? Musst dir quasi im Kopf einen Zeitplan erstellen, gucken, wann machst du das, wann machst du das, wann ist es Zeit, dies zu machen, wann ist es Zeit, jenes zu machen. Für alles gibt es seine Zeiten und für alles gibt es nicht passende Zeiten. Und das wird ein jeder, auch von euch, der jetzt noch zur Schule geht, wird das früh genug noch merken. Und auch wenn es sich jetzt erst vielleicht mal vielleicht ein bisschen schlimm anhört, so, was? Nein, ich kann nicht mehr machen, weil es mir Spaß macht. Doch, kannst du, aber du musst dich erstmal total umgewöhnen. Das war auch damals für mich eine totale Umgewöhnung. Aber, naja. Ich bin auch ein bisschen abgeglitten gerade vom Thema, denn ich wollte euch fragen, was ihr davon haltet. Es kommt ja jetzt das neue Mass Effect Andromeda Ende des Monats. Und ich hätte da richtig Bock drauf. Aber es ist natürlich ein großes RPG und bei großen RPGs, da habe ich immer das Gefühl, dass da die Leute einfach keinen Bock mehr drauf haben, sich da die erste Folge angucken und dann sagen, alles klar, das zock ich lieber selber. Scheiß auf den. Sieh, du bist der Beste, aber ich guck deine Videos nicht. So, was denn da hinten, Alter? Kini Power oder was? Kann man hier reinzoomen? So, was steht da? Kann man immer noch nicht. Kini Power. Ich lese da Kini Power. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber hier oben ist so ein Firewatch Tower. Und den wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Das hat auch ihn aus den Socken gerissen. Zack. Zack. Orange Flare. Die werfen wir mal. Yeah. Wäre natürlich super gewesen, wenn jetzt hier direkt noch ein Heli gestanden hätte. Hätten wir das Let's Play direkt beenden können. Wir haben einen Heli gefunden. Yeah, das war's. Wir sind tot.
So, Mechaniker Top. Daraus machen wir dann einen Rack. Aus den beiden Racks machen wir ein Dressing. Ein Dressing, sage ich schon. Ne, ihr weißt. Ihr weißt. Wow. Wow. Ihr weißt, Alter. Krass. Das muss ich erstmal verdauen. Ihr weißt. Shit, man, Alter. Oh, hier, Hustensaft. Das ist sehr gut, denn wir sind ein bisschen angekratzt. Schauen wir nochmal hier drin, was da noch ist. Da haben wir noch Purification Tablets. Das ist super, die können wir uns eigentlich so reinknallen. Denn wir finden ja hier nur Sachen, die eh schon 100% haben. Also von daher. So, den noch weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir hoch auf den Watchtower. Feuerwehr-Axt. Auch nice. Demi, nimm die mit, du kannst eine Basis. Wir bauen keine Basis, wir schauen uns die Map an, Junge. Hör doch mal zu. Von hier aus haben wir bestimmt eine richtig geile Aussicht. In der nächsten Folge schauen wir uns dann auf jeden Fall den Vulkan an. Da freue ich mich schon drauf. Schade, dass es jetzt nicht tags ist. Hm. Naja, soll uns nicht stören. Firefighter. Firefighter. Also ich habe es wirklich heute mit der deutschen Sprache. Es tut mir sehr leid. Eigentlich ist das gelogen. Tut mir gar nicht leid. Ist mir egal. Jetzt habe ich auch mal so eine Einstellung. Ist mir egal. Ist mir alles egal. Deine Hose brennt. Ist mir egal. Ist warm. So. Hm. Das Brot nehmen wir noch mit. Dann machen wir hier alle zu. Nicht, dass einer kommt und meckert. Hier auch der Zaun zu. Ja, wie es hier weitergeht, seht ihr dann, wie gesagt, in der nächsten Folge von Unturned. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.